Hallo und herzlich willkommen auf eurem Kanal Dorfleben in Thailand. Vor einem Jahr, rechtzeitig zu Beginn der heißen Jahreszeit, haben wir uns eine Klimaanlage gekauft. Die bekommt heute ihre Einjahresinspektion. Soll heißen, sie wird zerlegt, gesäubert. Und gleichzeitig haben wir uns für das gleiche Gerät noch einmal entschieden, und zwar für unser Gästezimmer. Wenn ihr wissen wollt, warum wir uns für diese Klimaanlage entschieden haben, welche Rahmenbedingungen vorab geklärt werden müssen, wie zum Beispiel Raumgröße, Anzahl der Fenster, Sonneneinstrahlung, Ausrichtung des Zimmers, was bedeutet Watt und BTU, so empfehle ich euch das Video, welches wir vor einem Jahr gemacht haben. Dort wird alles ausführlich erklärt und den Link von diesem Video schreibe ich in die Description. Es sind jeweils Split-Klimaanlagen verbaut, das heißt, der Kompressor befindet sich außen und der andere Teil im Zimmer. Die Klimaanlage im Hauptschlafzimmer ist schon auseinandergebaut. Das Gehäuse und andere Plastikteile befinden sich schon draußen und werden mechanisch gereinigt. Die Teile werden vorab auf Funktion geprüft und anschließend wieder zusammengebaut. Obwohl die Klimaanlage, wenn, dann meist nur nachts läuft, bis natürlich auf die sehr heiße Jahreszeit im März, April und Mai, hat sich doch im Gehäuse und an den mechanischen Teilen viel Schmutz angesammelt. Sie wird aber nicht nur gereinigt, auch das Kühlmittel wird, wenn nötig, aufgefüllt und die 500 Baht, so viel kostet eine Wartung, sind gut angelegt. So kann man sicher sein, dass die Klimaanlage noch weiter ihren Dienst verrichtet. Im Gästezimmer hängt schon das Innenteil. Jetzt geht es an die Verkabelung, Stromleitung, Kühlmittelleitung. All das wird jetzt verlegt und angeschlossen. Insgesamt sind 3 Leute mit unseren Klimaanlagen beschäftigt. 2, die die neue Klimaanlage installieren und einer, der die Wartung macht. Auch der Kompressor wird gereinigt und es ist unglaublich, was sich für ein Dreck angesammelt hat. Nun, wir wissen ja alle, die in Thailand leben, kennen das Problem der schlechten Luft und das Ergebnis sieht man hier. Gerade um diese Jahreszeit ist die Feinstaubbelastung in Thailand sehr hoch. Ich habe mir auch deswegen eine App installiert und man kann froh sein, wenn die App mal für einen Tag moderate Werte anzeigt. Hier ist man auch schon weitergekommen. Der Kompressor der Klimaanlage wird jetzt mit Kühlmittel gefüllt. Lucy will natürlich auch wissen, was hier abgeht und schaut sich um. Sie scheint aber nichts auszusetzen zu haben. Kein Knurren und kein Bellen. Eine Eternit-Dachpfanne ist bei der Montage zerbrochen, aber das ist kein Problem. Schnell in den Wagen gesetzt, zum nächsten Baumarkt und eine neue besorgt. Der Schaden wurde sofort behoben und hat uns nichts gekostet. Wir hätten es wahrscheinlich noch nicht einmal bemerkt, wenn ich nicht gerade in diesem Augenblick die Szene gefilmt hätte. Die Arbeit ist getan, das Chaos ist beseitigt, die neue Klimaanlage ist installiert und läuft. Und was hat es uns gekostet? Die Klimaanlage hat uns mit Installation 12.500 Baht gekostet, plus 500 Baht für die Inspektion.
nach heutigem Wechselkurs ca. 330 Euro. Die Klimaanlage muss jetzt noch eine Stunde Probe laufen und dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, teilen, liken, kommentieren. Und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, schenkt uns doch ein Abo. So helft ihr uns, mit diesem Kanal weiter zu wachsen und wir auch weiter für euch interessante Themen zeigen können. Danke im Voraus und bis bald auf eurem Kanal Dorfleben in Thailand.